Bürgermeisterin hier zu Wort kommen zu lassen, die Gabi Schweizer. Auch hier nochmal einen kräftigen Applaus. Wir waren mal wieder bei uns in Salzburg. Dankeschön, Gabi Schweizer. Davon gehen wir aus, dass der ein oder andere beim noch größeren Verein, wenn das überhaupt geht, landet. Jetzt kommen wir allerdings zu den Ehrungen von den Personen, ohne die auch überhaupt nichts geht. Und das sind, wie ihr alle wisst, unsere Schiedsrichter. Die bitte ich jetzt mal nach vorne. Kam es denn zu diesen Gerüchten, dass du das auch irgendwie verzögert hättest oder das Ganze verzögert hast? Weiß ich nicht, was da die Motivation ist oder wo da die Annahme herkam. Ich habe vom ersten Moment an gesagt, dass wir da, glaube ich, besser werden müssen, als wir es bei der Trainerthematik damals waren. Und da gebe ich auch gleich ab an unseren Kommentator, Fachkompetenz und Charme gefahrt, in persona Roman Horsting. Wir wollen das Boxen in München wiederbeleben. Das hat Burim Hatzrolli gesagt und er hat seinen Worten Taten folgen lassen. Die zweite Hatzrolli Profi Boxgala hier im BMW Park und an meiner Seite kein geringerer als die Boxlegende schlechthin in Deutschland, Jürgen Prämer. Schön, dass du da bist. Vielleicht noch ein paar Worte. Wir hatten gerade eben einen emotionalen Moment mit René Weller. Da sind wir wieder, Toe-to-Toe mit einer neuen Folge und heute sitzt gar nicht der Tim neben mir. Es sei denn, der Tim hat sich krass verändert, ich glaube aber nicht, sondern wir haben heute einen Ehrengast für ein Toe-to-Toe-Spezial, David Pfeiffer. Herzlich willkommen. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, so sind wir und der Tim hat dich auch wärmstens empfohlen, denn heute geht es um ein sehr nostalgisches Thema. Muhammad Ali oder Joe Louis, wer war denn wirklich der Größte im Schwergewicht aller Zeiten? Willst du das so direkt wissen? Nee, wir sparen es uns aber auch, würde ich sagen, für später. Wir lassen die Bombe noch nicht platzen, aber darum geht's heute. Hi Rocks 2019 aus Hamburg. Ich bin hier mit Moritz Fürste, einem der Mitgründer von Hi Rocks. Und wir gehen jetzt gleich live in die Rennen. Aber vorher, das geht ja schon fast den ganzen Tag. Moritz, was ist bisher so passiert? Wie ist auch dein Gefühl? Hier ist ja eine Rekordveranstaltung heute. Absolute Rekordveranstaltung. Wir sind wirklich mehr als happy mit dem ganzen Tag. Ja, ich moderiere und kommentiere hier die FIFA-Geschichte und das wird ein richtig wildes Ding. Es gibt geile Preise zu gewinnen. Ich kann nur sagen, es wird heiß hier. Ben Yedder rückt nach, aber hakt wieder dazwischen. Nils hat diese defensive Präsenz wieder zurückgewonnen. Es war nur dieser eine Moment. Viel zu viel Platz da im Zentrum und das nutzt Barton sofort aus. Bleibt aber noch cool vor dem Tor. Geile Veranstaltung. Nächstes Mal seid ihr dabei. Genug geredet. Viel Spaß mit der Show. Nochmal kräftiger Applaus für den FC Augsburg! Das wäre ein Traum. Also, und den Dreier nimmt uns auf jeden Fall keiner mehr weg. Und Francesco hat in den letzten Wochen gezeigt, wie stark er ist, vor allem defensiv. Und das ist ja die Stärke von Stranger, er ist der zweitbeste Offensivspieler der Liga, 31 Buden hat er gemacht, da wird immer das Doppel und das Einzel zusammengezählt, aber auch im Doppel ist ja klar, wer das Tor geschossen hat. Und er trägt eben den ersten FC Köln, hat insgesamt von 10 Spielen 6 gewonnen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, das ist eine bockstarke Bilanz für einen Spieler und nur wegen ihm ist Köln noch eben dran an der Spitze und jetzt wird es heiß für Bayazzo.